Moin zur dritten Episode von Lass einfach richtig reich werden. Ganz einfach, nennen wir es mal so. Da fliegen sogar die Flaschen weg bei diesem tollen Titel. So, was haben wir denn als letztes gemacht? Ich weiß es glaube ich gar nicht mehr. Don't Lie Dateless, ja. Es gab ja so ein paar Gerüchte, beziehungsweise sollte ich etwas tun, nämlich den kompletten Gegenpart zu Legend of Frendo, ne? Und den machen wir jetzt halt Frendoof. Und das wird ein Militär-Shooter, weil Action, weil Shooter gibt es irgendwie nicht. Mittleres Spiel, ich glaube schon. Ich hoffe mal, dass das mich nicht pleite macht. Und auf dem PC, weil es einfach billiger ist. Mit der Playcast Engine sind meine Leute alle bereit. 2D-Grafik. Ah ne, nehmen wir mal 3D-Grafik. Ich muss auch langsam mal besser in 3D-Grafik werden. Wenn ich das jetzt nicht leveln bzw. benutze, wird das leider nicht besser. So, ich glaube, die Story ist bei einem Shooter nicht so hardcore wichtig. Deswegen gehen wir erstmal fast nur auf Gameplay. Und goes. Also ich glaube, für die Episode würde ich mir wünschen, dass ich eigentlich nur erstmal in dem Spiel ein bisschen weiterkomme und ein bisschen Dialoge sind jetzt nicht so wichtig bei einem Shooter, glaube ich. Technisch, Level Design, okay. Das ist eigentlich alles ganz gut so. Ich würde einfach nur gern so technisch, sagen wir mal, ein bisschen weiterkommen. Ich würde gern. Ja, was ist eigentlich so das nächste größere Ziel? Ich weiß es gerade selber nicht so genau, was ich mir jetzt so als Ziel setzen soll für die Episode. Aber auf jeden Fall ist das Grundziel für das alles hier fertig. Nämlich die eigene Konsole. Und ja, gucken wir mal, ob wir das überhaupt schaffen. Weil, ich sag mal so. Oh, Vena hat ein neues Spiel rausgebracht, eine neue Konsole rausgebracht. Ist ja nett. Ich sag mal so, selbst wenn ich jetzt verlieren würde und brich pleite gehen würde, würde ich das trotzdem weiterführen, indem ich einfach so lange wieder weiterspiele, bis ich sozusagen an diesem Punkt bin, so mit ungefähr denselben Sachen. Vielleicht nicht mit denselben Spielen, aber ja. So, oh cool, 40, 41, kriege ich noch einen Punkt? Nein, gut. Frendhofer ist mir jetzt mein bestes Spiel und natürlich 3D-Grafik ist am Anfang echt nicht super, aber eine neue Story-Möglichkeit und Dialoge. Kommen wir jetzt eigentlich gleich schon fast zu dem Punkt, der wirklich doof ist. Nämlich da meine... Oh, Frendhof geht glaube ich ab. Oh, Frendhof steht glaube ich für Legend of Frendo. Ich glaube Frendhof wird mein neues Top-Franchise. 9,0. 10! 10! Fuck yeah, Frendhof, ey. Ganz ehrlich. Leute, fickt Legend of Frendo. Frendo ist so viel besser. Frendo wird das beste Spiel überhaupt. Rang 6. Och, komm schon. Egal, ich mach Geld. Und das ist, was mir gefällt. Ich glaube, das ist irgendwie ein Song oder sowas, glaube ich, oder? Marketing bringt mir noch gar nichts. Marketing ist halt, dass ich sozusagen einen künstlichen Hype, beziehungsweise nicht künstlich, aber einen Hype erstellen kann. Was nicht so geil ist, um ehrlich zu sein. Weil es einfach sehr viel kostet und ich nicht wirklich finde, dass es was bringt. Machen wir erstmal die Sequels. Du machst mir bitte... Oh, ein Time Travel. Und du machst... Vampire. Ja, wir machen Twilight. Aber ich mach schon mal richtig... Frendhof, Leute. Frendhof ist ein Topseller. Kann ich schon
Kann ich schon Publisher-Deals machen? Ja. Ich glaube, ich werde dann nämlich den nächsten Publisher-Deal machen. Nachdem ich jetzt hier alle Leute erstmal in den Urlaub geschickt habe. Nachdem sie super an Frendhof gearbeitet haben. Und nein, ich möchte nicht zur Games Convention. Weil es einfach mich wieder nur Geld kostet und mir wirklich viel, viel bringt. Ich werde niemanden sabotieren. Was ist das denn? Wann gibt es das überhaupt in der Gaming-Branche? Sabotagen? Oder wissen diese Leute mehr als wir? Gucken wir erstmal, was wir für Publisher-Deals haben. PlayStation. Ach komm. PlayStation ist doch so teuer. Musiksimulation. Musik habe ich noch nicht entwickelt. Comedy auch noch nicht. Was ist denn bitte eine Comedy-Simulation, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Ist man dann da irgendwie Seinfeld und muss Witze schreiben oder was? Auch noch für Junge. Das ist ein... Was ist zur Hölle? Electronic Mass Production möchte gerne ein Musiksimulationsspiel. Na, ja, von mir aus, wenn es euch gefällt. Dafür muss ich dann erstmal Contract Work. Das ist ein bisschen viel. Das dürfte ich, glaube ich, schaffen. Hoffe ich. Ich brauche eigentlich nur zwei Research Points für Musik. Ich will das gar nicht mehr gewinnen. Ja, ich habe es sogar geschafft. So. Jetzt kann ich dann die beiden auch in den Urlaub schicken. So. Dann kann der schön Musik entwickeln, warum auch immer. Und dann werden wir gleich mit meinem neuen Kapital, was ich durch Frendhof... Und vielleicht mache ich auch sogar schon in der Episode ein Sequel zu Legend of Frendo. Ich weiß aber nicht, ob meine Technik sich schon so sehr verändert hat, dass es einen riesen Unterschied macht, was der vorige Verkauf war. Und ich habe richtig viel Geld gemacht. 4 Millionen, ich habe mein Geld verdoppelt. So, Publisher Deal mit Musiksimulation, okay. Musiksimulation nenne ich mal Sage. Der macht das nämlich wirklich. Tanzt DDR. Das ist so eine, da ist mal eine Geschichte rausgekommen. Sage hat gesagt, er geht jetzt DDR mit DDR tanzen. Und ich habe dann komischerweise, warum auch immer, gedacht, dass er mit seinem Arbeitsspeicher tanzt, also seinen DDR-RAM. Und dabei meint er Dance Dance Revolution und irgendwie haben wir uns so, ich weiß nicht, so mindestens 10 Minuten lang kaputt gelacht, wie dumm ich doch eigentlich bin. So, Gameplay. Ist die... Ja, ich mach's einfach so. Ich mache ein storylastiges Tanzspiel, ja Leute. Das hat sehr viel Tiefe und Sinn. Also, ja. Okay, Dreamwast. Die Dreamwast ist jetzt draußen. Die Dialoge sind, glaube ich, ebenso sinnlos und unwichtig wie bei dem anderen Spiel. Deswegen... Ich werde jetzt so bei dem Spiel, glaube ich, viel mehr auf... Ja. Eine neue Konsole ist vom Markt. Super. Ich werde jetzt, glaube ich, nur mehr in Musik stecken als in World Design. Also sprich so und so. Wer ist denn für die Musik verantwortlich? Ah, oh, der Rott. Der Rott kann bestimmt super Musik machen. Strategiespiele sind gerade der Hit. Gut, dann. Oh, ich krieg gerade richtig viel Research Points. Na gut, besser für mich. Kann ich gleich wieder eine neue Engine oder so produzieren. Aber ich hoffe mal, das Spiel wird ein bisschen... Ja, bisschen so wie EA sich oder Mass Production sich vorstellt. Denn sonst habe ich ein Problem. Ich muss da nämlich drauf zahlen. So. Komm, 50-50. Komm, ich will noch einen Punkt in Design. Nicht Technologie, Design, du Arsch. Komm schon. Ach, ihr seid Schweine. Ihr seid so unfair. Ich will eine gerade Zahl. Ja. So, was ich gerade noch ansprechen wollte. Da meine Leute jetzt die ganze Zeit konstant aufleveln, kosten sie jetzt immer mehr. Das Problem ist, sie werden nicht besser, wenn ich sie jetzt nicht trainiere. Sprich hier, der Typ ist immer noch so gut wie vorher, aber ich müsste jetzt Geld in den investieren, damit der besser wird. Dabei kostet der mich schon mehr Geld. Und das ist irgendwie, finde ich, nicht okay, beziehungsweise irgendwie doof. Und deswegen werde ich gleich Leute feuern müssen. Oh, wow. Wirklich? Wirklich? Wird das mein perfektes... Sp-
Heute ist irgendwie Tag der perfekten Spiele. What the hell? Sage tanzt DDR. Das ist sogar nur eine... Das ist nicht mal ein wirkliches Tanzspiel. Das ist ein Spiel, wo man sieht, wie Sage Tanzspiele spielt. Was? Wahrscheinlich spielt man es auch noch mit einem Joystick. Sage tanzt nach links, da 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 da. Sage tanzt nach rechts, da 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 da. Was zur Hölle, Leute? Was kauft ihr für einen Scheiß? Ja, ein Soundspiel sollte auch, glaube ich, gut spielen. Oder habe ich da irgendwie was verpasst? So, was gucken wir denn als nächstes? Ich bin für Dialog, Tree, also halt für mehrfache Antwortmöglichkeiten. Boah, Alter, ich mache gerade richtig viel Asche. Und wer ist denn von meinen Leuten der Dümmste? Weil dann hole ich mir einen neuen. Das ist zwar voll doof. Entschuldigung. Okay, der geht noch. Der geht auch noch. Der ist dumm, der Gregory. Der Gregory muss raus, tut mir leid. Sorry, Dude. Ja, ich möchte Gregory feuern. Weil er kann einfach nichts. Was war der jetzt? Was haben wir?